Bei Fielitz wird eine neue Photovoltaikanlage gebaut. Für SELB ein wichtiger Schritt Richtung Energiewende. Wir haben das Unternehmen gegründet, das muss ich überlegen, am 13.07.2011 unter dem Eindruck von Fukushima. Wir haben jetzt Projekte mit einem Gesamtvolumen von etwa 100 Millionen Euro projektiert, gemeinsam mit verschiedenen Partnern. Und wollen da auch in genau dem gleichen Schwung weitermachen. Wie viele Haushalte von SELB können durch diese Anlage denn versorgt werden? Also rein rechnerisch 300 bis 500, je nachdem, welchen Verbrauch Sie bei den Haushalten zugrunde legen. Nachts natürlich nicht. Dieser Standort, haben wir ja schon gehört, bietet eigentlich viele Vorteile neben der Autobahn. Aber ich stelle es mir auch schwierig vor, das dann beim Bauplan der Anlage umzusetzen, wenn auf der anderen Seite sozusagen der Anschluss sein muss. Das ist richtig. Es ist Fluch und Segen. Sie haben durch die Autobahn immer eine gute Infrastruktur. Die ist hier sehr gut. Wir können mit den LKWs von der Autobahn runterfahren und sind gleich in der Anlage. Wir haben aber auf der anderen Seite die Herausforderung, dass die Betreiber, also die Autobahndirektionen, sehr restriktiv sind. Also sie dürfen eigentlich an der Autobahn nichts machen. Sie müssen vorher eine Ortsbegehung machen. Sie müssen eigentlich jeden Schaufelzug, den sie tun, mit der Behörde abstimmen. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber der lohnt sich. Das hat ja auch sehr gut funktioniert. Nebenbei müssen wir auch darauf achten, dass wir die Autos, die vorbeifahren, nicht blenden. Da müssen wir auch Gutachten anfertigen lassen und müssen eben nachweisen, dass keiner durch unsere Anlage vom Verkehr abgelenkt wird.